Guten Morgen, Fräulein Bentin. Guten Morgen, Herr Ehemann. Hatten Sie einen guten Flug? Ja, ich hatte. Nur London war sehr anstrengend. Irgendwelche Anrufe? Ja, nichts Wichtiges. Nur die Leute von der Zeitung, die haben heute schon dreimal angerufen. Ach ja, die wollen das Manuskript haben, ich weiß. Wenn die nochmal anrufen, ich schicke sie Ihnen um 12 Uhr rum. Ich habe mir im Flugzeug schon Notizen gemacht. Eine Tasse Kaffee? Nein, eine ganze Kanne. Und Fräulein Stiller möchte sich bitte bereithalten. Ich spreche alles auf Band. Und keine Besucher bitte, keine Gespräche durchstellen. Sie sind für niemanden da. So ist es. Fräulein Bentin, ich hatte Ihnen doch gesagt, jetzt keine Gespräche. Ihre Gattin ist am Apparat. Ach so, na, das ist natürlich was anderes. Dankeschön. Hallo, Liebling. Ja, ich wollte dich gerade anrufen. In dieser Sekunde. Naja, das Flugzeug hatte natürlich wieder mal Verspätung. Ich hoffe, du hast mich sehr vermisst. Ja, dann komm doch einfach hier vorbei. Du, ich diktiere nämlich gerade den letzten Teil meiner Serie. Ja? Vielleicht fällt dir auch noch was ein. Eben, ohne dich. Ohne dich wäre die Firma doch noch immer ein Ein-Mann-Betrieb. Ja, das werde ich auch lobend erwähnen. Ich freue mich. Bis gleich. Über ein Jahr lang gab es nur einen Mann für alle Fälle. Und das war ich. Ich habe vor ein paar Tagen in meinem alten Auftragsbuch geblättert und festgestellt, was ich in dieser Zeit alles getan habe. Ich begleitete 22 Damen in die Oper, 15 ins Theater und 12-mal wurde ich für Konzertbesuche engagiert. 8-mal war ich Schachpartner, 2-mal Bridgepartner und 1-mal dritter Mann zum Skat. Bis mir eines Tages eine Frau, auf die ich schon hörte, bevor sie meine Frau wurde, einen nicht ganz uneigennützigen Rat gab. Du solltest Mitarbeiter einstellen. Auf die Dauer kannst du doch gar nicht alles allein schaffen. Du, das ist gar keine schlechte Idee. So 10, 20 Männer für alle Fälle? Oder mehr, viel mehr. Und alle arbeiten für dich. Du hättest natürlich sehr viel zu tun. Du musst die Leute einstellen und ausbilden. Und dann die ganze Organisation. Also ich sage dir, du kommst überhaupt nicht mehr raus aus deinem Büro. Und genau das war Christas Absicht. Sie wollte verhindern, dass ich weiter Außendienst machte. Ich kam mir mit zu viel Damen zusammen. Sie wollte mich aus dem Verkehr ziehen. Sie war, nur sagen wir, sie war einfach eifersüchtig. Besonders auf meine Sekretärin. Auf meine damalige Sekretärin. Und das mit Recht. Fräulein Sommer war ja so verliebt in mich, dass sie mich kaum meinen Kunden gönnte. Und schon gar nicht einer Frau allein. Bitteschön. Dankeschön. Dass ich die Absicht hatte zu heiraten, musste ich ihr so schonend wie möglich beibringen. Denn ich wollte sie ja nicht verlieren. Sie war nämlich sehr tüchtig. So, bitteschön. Ach, Herr Engelmann, gut, dass Sie kommen. Es liegt sehr viel vor. Ja? Na, was habe ich Ihnen gesagt? Unser Auftragsvolumen steigt ständig. Wie gut, dass Sie gleich mitgekommen sind. Fräulein Sommer, darf ich Ihnen unseren neuen Mitarbeiter vorstellen, Herrn Dornbusch? Davon haben Sie mir ja gar nichts gesagt. Sollte doch eine Überraschung sein. Und das ist Fräulein Sommer, das Rückgrat unserer Firma. Herr Engelmann übertreibt. Nein, nein, ich wüsste ja gar nicht, was ich ohne Sie anfangen sollte. Ach, das wissen Sie schon. Ja, Herr Dornbusch, dann schauen Sie mal ein bisschen bei uns um. Ja, ich bin gerade dabei. Fräulein Sommer wird sich schon um Sie kümmern. Kann Herr Dornbusch gleich einen Auftrag übernehmen? Natürlich, dafür ist er ja da. Das ist gut, ich habe nicht gerade etwas angenommen. Sie können alles annehmen. Herr Dornbusch wird ein paar neue Kollegen bekommen. Und ich werde in Zukunft mehr hier im Büro sein und mich um die administrativen Dinge kümmern. Das ist aber eine sehr gute Idee. Ja, von Frau Wolter. Ach. Apropos, falls meine zukünftige Frau anrufen sollte. Ihre was? Frau Wolter. Meine zukünftige Frau. Dann stellen Sie bitte gleich durch. Pff.
Möchten Sie auch eine Tasse Kaffee? Sehr gern. Wo gucken Sie denn hin? Ich habe mir gerade das Rückgrat der Firma betrachtet. Ich muss zugeben, ich habe selten ein Rückgrat gesehen, an dem so viel Hübsches ist. Sahne, Zucker? Danke, ich trinke ihn schwarz. Bitte bedienen Sie sich. Danke. So, na, dann will ich mal sehen, was ich für Sie tun kann. Oh, da wüsste ich einiges. Das soll er mal übernehmen. Sie tanzen doch sicher gerne. Und wie? Sie auch? Ach ja, wenn ich mal anfange, kann ich überhaupt nicht mehr aufhören. Da geht's Ihnen wie mir. Bitte melden Sie sich um 16.30 Uhr bei dieser Dame. Was soll ich da? Na, tanzen. Die Dame hat einen Mann für alle Fälle bestellt, als Partner für den 5-Uhr-Tee in Bristol. Dann nichts wie ran. Aber bitte denken Sie immer daran, was Sie dem guten Ruf unserer Firma schuldig sind. Ein Mann für alle Fälle ist zur Zurückhaltung verpflichtet. Ja, aber nur den Kundinnen gegenüber. Wem sonst? Eben. Kommen Sie heute Abend mit mir essen? Herr Dornbusch, ich muss schon sagen. Ja, bitte? Schnell noch eine Tasse Kaffee. Entschuldigen Sie, Herr Engelmann, dass ich Sie störe. Bitte, aber danke. Es liegt ein Auftrag vor. Frau Thierry-Roschke, Sie müssen in einer Stunde fliegen. Fliegen? Ja, die Dame hat sich einen Begleiter gebucht für eine Flugreise. Aber Fräulein Sommer, Sie wissen doch genau, wie ungern ich fliege. Ach, könnte das nicht... Was macht denn Herr Dornbusch? Das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Ich kann Sie doch nicht als Tanzpartner ins Bristol schicken. Stellen Sie sich mal vor, Ihre zukünftige Frau sieht Sie mit einer anderen Dame tanzen. Wange an Wange. Naja, da haben Sie recht. Eben. Leider kam ich nicht gleich darauf, dass Fräulein Sommer sich nur rächen wollte. Sonst hätte ich noch umdisponiert. Denn ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe schreckliche Angst vorm Fliegen. Wenn ich fliege, fliege ich am ganzen Körper. Sie können sich also vorstellen, mit welchen Gefühlen ich am Flugplatz stand und auf meine Auftraggeberin wartete. Beim Anblick eines startenden Sportflugzeugs bekam ich eine Gänsehaut. Tiefes Mitleid mit den armen Menschen, die in einem so winzigen Flugkörper fast schutzlos den Naturgewalten ausgeliefert waren. Aber die Aussicht, mit einer jener großen, vertrauenerweckenden Verkehrsmaschine zu fliegen, machte mir etwas Mut. Und der Gedanke an eine hübsche junge Stewardess, die mir tröstend die Hand halten würde, ließ mich etwas rosiger in die Zukunft blicken. Sie sind sicher Herr Engelmann, nicht wahr? Naja, wer soll's auch sonst sein? Ist ja niemand anders da. Tag, mein Lieber, mit Thea Roschke. Haben Sie ja schon von mir gehört. Thea Roschke, die wilde Thea. Nein? Das wundert mich. Ist ja nun egal, jetzt kennen Sie mich jedenfalls. Engelmann. Ein bisschen blass sehen Sie aus. Wahrscheinlich gestern zu spät ins Bett gegangen, was? Mal gucken Sie mich an. Das heißt, gucken Sie mich lieber nicht an. Ich sehe aus, bin überhaupt kein Mensch mehr. Wissen Sie, wann ich gestern im Bett gelandet bin? Heute Morgen um 10 und dann kein Auge zugemacht. Ich muss unbedingt was einnehmen, sonst schlafe ich noch auf der Stelle ein. Hier, halten Sie mal. Na nu, wo sind denn meine kleinen Muntermacher? Ach, warum ist es denn heute hier so dunkel? Ach Gott. Die Sonnenbrille auf. So, ja. So, da sind sie. So, zwei habe ich vorhin schon genommen. Dann nehme ich jetzt noch. Ach, was nehmen gleich noch mal zwei? Sicher, sicher. So, mein Lieber, in einer halben Stunde werden Sie mich nicht wiedererkennen hier. Am besten Sie behalten die Dinger gleich, dann brauche ich nicht dauernd zu suchen. Was denn schon? 10 vor? Kommen Sie, wir müssen uns beeilen. Ja, sonst fliegt die Maschine noch ohne uns ab. Wie? Ach so, wollen mich auf den Arm nehmen? Was, oder? Kommt mit, kommt mit. Ja, müssen wir nicht da lang? Nein, nein, kommen Sie, kommen Sie. Gut, dass es mit Ihnen geklappt hat. Ich fliege nicht gerne allein, sonst kommt immer mein Verlobter mit. Der liegt heute flach, mit dem Eisbeutel auf dem Kopf. Birne on the rocks, das war vielleicht gestern eine Fete. Heute Abend haben wir gefeiert. Meine Freundin Barbara heiratet zum 8. Mal. Eine Riesenparty. Wissen Sie, dass ich gestern Abend 3 Heiratsanträge bekommen habe?
Einer der Herren war sogar fast nüchtern. Moment. Müssen wir jetzt da lang oder da lang? Ja, wo fliegen wir denn hin? Zu meinem Friseur. Zu Ihrem Friseur? Ja, wohin denn sonst? Sie sehen ja, wie ich obenrum aussehe. Und an meine Haare lasse ich niemand anders ran. Langs mal lang. Ah, ich ahne etwas. Sie fliegen zu Alexandre nach Paris. Nein, zu Hans Otto nach Dinkelsheim. Dinkelsheim? Also, wie finden Sie das? Früher frisierte er direkt um die Ecke. Und jetzt sitzt er in diesem Nest. Hat dafür seinen Grund. Die Liebe, die Liebe. Verstehe, cherchez la femme. Ja, nicht direkt. Ein Freund wohnt da. Ja, aber dann sind wir hier aber falsch. Wieso? Der Flugsteig 9 ist da hinten. Flugsteig 9? Ja, wir müssen doch da nach Frankfurt. Wieso nach Frankfurt? Wir fliegen direkt nach Dinkelsheim. Ja, kann man denn da landen? Was denn sonst? Meinen Sie, ich will mit dem Fallschirm abspringen? Da müssen wir raus. Ach, entschuldigen Sie. Übrigens, hübscher kleiner Sportflugplatz. Wird Ihnen sicher gefallen. Sportflugplatz? In diesem Augenblick wurde mir klar, was mir bevorstand. Aber jetzt konnte ich nicht mehr zurück. Thea Roschke marschierte im Geschwindschritt auf die zerbrechlichen Maschinen zu, die zu Hunderten darauf warteten, dass unerschrockene Menschen mit ihnen in die Luft gehen. Mein Herz, das mir zunächst nur in die Hose gerutscht war, war jetzt bereits bei den Knien angelangt, die immer weicher wurden. Oh, die Tabletten wirken heute überhaupt nicht. Wie finden Sie das? Los, los, kommen Sie rein. Keine Müdigkeit vorschützen. Wo ist denn der Pilot? Welcher Pilot? Hier fliegt nur einer und das bin ich. Ich habe das Gefühl, Sie haben ein bisschen Angst. Ein bisschen ist gut. Also los, los, steigen Sie schon ein. Hallo? Luftaufsicht? Die nächsten Minuten, die wir noch auf der Erde verbrachten, vergingen wie im Fluge. Aber als es dann aufwärts ging, ging es mit meiner Stimmung immer mehr abwärts. Ich bin leider nicht schwindelfrei. Schon wenn ich bloß auf einen Stuhl steige, um meine Birne einzuschrauben, darf ich nicht runtergucken. Pass mal auf, mein Lieber. Das macht Ihnen noch so viel Freude, das Fliegen. Dann gehen Sie wieder raus aus der Maschine. Guck mal runter, das ist ganz gut. Oh. Ui. Oh. Ah ja, so. Jetzt haben wir unsere Flughöhe erreicht und können uns ein bisschen ausruhen. Ich schalte den Autopilot ein und es fliegt mein kleines Täubchen ganz allein. Ah, ist das nicht viel schöner als auf den Straßen unten zwischen den vielen Autos? Da muss man aufpassen, ob man da... Mir war hundeelend und Frau Roschke redete und redete, als sie endlich verstummte. War ich zunächst heilfroh. Frau Roschke! Ja? Frau Roschke! Ja, ich bin plötzlich so furchtbar müde. Geben Sie mir noch eins von meinen kleinen Wundermacher. Natürlich, sofort. Wo habe ich Sie denn? Hier sind Sie ja. Das sind ja Schlaftabletten. Die dürfen Sie auf keinen Fall nehmen, sonst schlafen Sie mir hier nur ein. Frau Roschke, Sie haben sie in der Packung gehört. Frau Roschke! Schlafen Sie nicht ein, wachen Sie auf! Frau Roschke, hören Sie mir doch zu! Sie können ja jetzt hier nicht einschlafen! Frau Roschke, ich flehe Sie an! Sie können mich doch jetzt hier nicht allein lassen! Ich hänge hier ohne Sie völlig in der Luft! Das hat keinen Zweck! Was mache ich bloß? Und kein Mensch in der Nähe, der mir hier helfen kann! Ja, wo war denn das Mikrofon? Hallo? Hört mich denn hier keiner? Hallo? Es ist Dinkelsheim Tower. Over. Ja, hier ist Engelmann. Engelmann ist hier. I am hier oben. Und I will runter. Sprechen Sie auch Deutsch? Was ist denn das für ein Volltrottel? Wie ist Ihr Kennzeichen? Das weiß ich doch nicht. Ich glaube, es sitzt da draußen dran. Unter der Tragfläche. Aber da kann ich im Moment schlecht nachsehen. Wo befinden Sie sich? Hier vorne. Ich glaube, es heißt Kanzel. Ich meine Ihre Position. Na, woher soll ich das wissen? Ich kenne doch die Gegend hier nicht. Was heißt das? Sind Sie nicht der Pilot? Nein, der sitzt ja. Ich meine, die sitzt ja hier neben mir. Sie ist Frau Roschke. Was denn? Die wilde Thea? Und da sind Sie in Schwierigkeiten? Die fliegt die Strecke doch im Schlaf. Na ja, eben, das ist ja gerade. Sie ist ja nicht wach zu kriegen. Sie hat ja die falschen Tabletten genommen. Und ich habe doch keine Ahnung vom Fliegen. Ich will hier aussteigen.
Bleiben Sie ganz ruhig, Engelmann. Es ist noch kein Flugzeug oben geblieben. Wir holen Sie runter. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Standpunkt durch. 237 Grad von unserem Platz. Drehen Sie Ihr Flugzeug nach dem Kompass auf 237. Ja, wie soll ich das machen? Der Kompass, wo ist denn der Kompass? Na, links von Ihnen. Na ja. Der Kleine steht auf der 12 und der Große etwas links daneben. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. Der Kleine steht auf der 12 und der Große etwas links daneben. Was bedeutet das? Es ist 5 vor 12. Sie gucken nicht auf den Kompass, sondern auf die Uhr. Wir kommen gleich wieder. Bleiben Sie ganz ruhig. Den kriegen wir nie runter. Großartig. Dann wäre der erste Mensch, der oben geblieben ist. Herr Engelmann, Sie müssen Frau Roschke wach bekommen. Packen Sie mal kräftig zu. Rütteln Sie sie, schütteln Sie sie. Ja, ja, ich will es versuchen. Frau Roschke! Machen Sie doch auf, Frau Roschke! Was ist denn jetzt los? Hilfe! Engelmann, wo sind Sie? Bilden Sie sich! Hier bin ich! Ich kann Sie nicht mehr orten. Sie fliegen zu tief. Ja, das sehe ich auch! Ich will hier raus! Wo ist denn der Knopf für den Schleudersitz? Herr Engelmann, Sie müssen jetzt erstmal wieder nach oben. Links von Ihnen ist der Gashebel. Schieben Sie ihn da rein. Moment! Der Wald kommt ja immer näher. Fliegt er ganz schief. Und nun ziehen Sie das Steuerruder zu sich heran. Jetzt habe ich Sie wieder. Nun können Sie das Steuerruder wieder loslassen. Nein, lieber nicht, sonst geht's ja wieder abwärts. Wann lassen Sie das Steuer endlich los? Oder wollen Sie partout in den Himmel? Hilfe! Das ist ja wie auf dem Messerbrett. Jetzt geht's direkt in die Erde. Jetzt ist alles aus. Was war denn das eben? Das war perfekter Kunstflug, Herr Engelmann. Gratuliere. Dafür brauchen andere Jahre. So, und nun hören Sie mir mal ruhig zu. Sie können auch sicher Auto fahren. Sie müssen jetzt das Steuer von Ihnen so lange nach rechts drehen, bis die Striche auf Ihrem Kompass 237 Grad zeigen. Ich sage Ihnen jetzt genau, wo der Kompass ist. In der nächsten halben Stunde lernte ich fliegen. Und ich musste dabei so aufpassen, dass ich nicht einmal Zeit hatte, Angst zu haben. Wenn er die wilde Tiere nicht wach bekommt, muss er mit dem Fallschirm abspringen, den er nicht hat. Da ist er endlich, nördlich vom Platz. Herr Engelmann! Drücken Sie das Ruder etwas weiter nach vorn. Jetzt müssten Sie die Landebahn sehen. Over. Ich sehe nur eine Wiese. Over. Wenn er so weitermacht, dann geht er um die Spitze im Boden. Das ist Ihr Landeplatz. Drücken Sie das Ruder noch weiter nach vorn und ziehen Sie den Gashebel noch mehr heraus. Nehmen Sie das Gas ganz heraus. Ziehen Sie das Ruder langsam an. Mehr. Mehr. Halten Sie es an der Brust fest. Als wir endlich den Boden berührten, war ich selig. Sogar das Flugzeug hüpfte vor Freude. Warum schwitzen Sie denn so? Wenn ich fliege, brauchen Sie auch keine Angst zu haben. Ein Mann für alle Fälle? Ja, aber natürlich, gern. Wann darf ich Sie erwarten? Ist gut, dann bis gleich. Oh, Herr Engelmann, ich habe Sie gar nicht gehört. Das Telefon auch nicht. Doch, ich wollte gerade rangehen, aber Sie waren schneller. Ich habe Herrn Dornbusch mal alles gezeigt. Alles? Die Räume, meine ich. Er muss doch Bescheid wissen. Schließlich arbeitet man ja zusammen. Ich hab's gesehen, die Tür stand ja auf. Also, Herr Engelmann, wenn Sie glauben, das sah nur so aus. Herr Dornbusch und ich, wir haben uns lediglich unterhalten. Fräulein Sommer und ich, wir sind nämlich in derselben Gegend aufgewachsen. Und ich meine, da ergeben sich natürlich naturgemäß
gewisse Berührungspunkte. Natürlich, natürlich. Man sieht sie ganz deutlich. Was? Was? Na, die Berührungspunkte. Oh. Ja, am besten Sie nehmen mein Taschentuch. Tja, meine Herrschaften, an und für sich habe ich ja nichts gegen ein gutes Betriebsklima, aber es muss ja nicht unbedingt während der Arbeitszeit sein. Ne? Wir hatten gerade Pause. Oh, damit ich um entschuldige. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe einen Auftrag, es ist höchste Zeit. Auf Wiedersehen. Den haben Sie aber ganz schön verwirrt. Das ist mir bei Ihnen ja leider nicht gelungen. Fangen Sie schon wieder damit an. Na, ist doch wahr. Sie wollen nicht und er soll nicht. Sie können mir überhaupt kein bisschen Privatleben. Doch, Fräulein Sommer, was muss ja nicht unbedingt in meinem Büro stattfinden. Apropos, war irgendein Anruf für mich? Nein, Ihre zukünftige Frau hat sich nicht gemeldet. Ja, kann ich bitte die Chefin sprechen? Verreist? So plötzlich? Ach, zum Einkauf. Ja, wann kommst du denn zurück? Ach so. Nein, nein, ich melde mich wieder. Das hättest du mir auch sagen können. In diesem Augenblick war ich richtig wütend auf Christa. Völlig zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Aber das wusste ich in diesem Moment noch nicht. Sonst hätte ich den nächsten Auftrag nicht angenommen und mir viel Ärger erspart. Mein Name ist Engelmann. Sylvia Rath, wir haben miteinander telefoniert. Ich weiß. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich brauche einen Begleiter. Würden Sie das übernehmen? Wohin? An die Riviera. Wann? Wenn es geht, noch heute. Es geht. Für wie lange? Circa 3 oder 4 Tage. In Ordnung. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass unser Auslandstarif 50% höher liegt. Und nicht zu vergessen, der Nachttarif. Ihre Bedingungen sind mir bekannt. Ich nehme an, dass Sie mit 150% einverstanden sind. Mhm. Allerdings müssten Sie mir dann rund um die Uhr zur Verfügung stehen, falls ich Sie brauchen sollte. Was schauen Sie mich so an? Machen Sie sich bloß keine falschen Hoffnungen. Nein, nein, ich habe nur gerade überlegt. Natürlich, Sylvia Rath, Sie sind die Tochter vom Hähnchenkönig. Knusprig, frisch und delikat sind die Hähnchen von Fritz Rath. Na und? Dein Brathähnchen, ein Rathähnchen. Das frische und gesunde Rathuhn in aller Munde. Hören Sie bloß auf damit. Ich kann die geflügelten Worte unserer Werbeabteilung nicht mehr hören. Mein Chauffeur holt Sie um 14.30 Uhr ab. Das Hotel buche ich auf Ihren Namen. Das macht einen besseren Eindruck. Die Côte d'Azur machte ihrem Namen alle Ehre. Der Himmel war himmelblau. Die Sonne strahlte, die Menschen strahlten und das Meer sah von Weitem viel sauberer aus, als es ist. Herr Engelmann. Hey, Herr Engelmann. Was ist denn? Gucken Sie doch mal da durch. Können Sie erkennen, wie das Boot da hinten heißt? Welches Boot? Na, der weiße Schoner mit den 2 Masten. Moment. Na? Hübsch. Sehr hübsch. Ich meine das Boot. Wie es heißt, will ich wissen. Wie es heißt? Ich glaube, Alfie. Ja, Alfie. Geben Sie mal her. Wir gehen heute Abend tanzen. Gute Idee. Herr Engelmann, ich möchte Brüderschaft mit Ihnen trinken. Mit mir am helllichten Tag? Ich heiße Sylvia. Moment mal, wo ist denn mein Glas? Ach ja, hier. Ich heiße Frank. Was wollen Sie denn jetzt noch? Na, küssen. Sie sind doch nicht zu Ihrem Vergnügen hier. Entschuldigung.
soll denn das? Verzeihung. Wann bist du angekommen? Heute Morgen. Ach, mit dem Boot? Ja. So ein Zufall. Frank, was sagst du dazu? Ja, ich staune. Oh, ich habe euch noch gar nicht bekannt gemacht. Frank, das ist Alfie. Das habe ich mir beinahe gedacht. Hallo, Alfie. Hallo, Frank. Und dass wir uns hier wieder treffen, in unserer Bar. Geht's dir gut? Oh ja, sehr gut. Ich nehme an, das ist Sylvia. Oh. Das ist Yvonne. Und jetzt spielen sie auch noch unser Lied. Komm, Alfie, Frank hat sicher nichts dagegen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ausgerechnet, wenn wir bloß auf diesem Boot geblieben. Ach, das hätte auch nichts genützt. Da wäre Silvia einfach zufällig vorbeigeschwommen. Ach, Engelmännchen, ich bin ja so froh, dass es geklappt hat. Haben Sie mal ein Taschentuch für mich? Natürlich. Bitte? Danke. Ich muss Heidi gleich mal anrufen. Die wird sich vielleicht freuen. Das war ja ihre Idee. Was? Na, alles. Heidi versteht eben was von Männern. Sie hat mich ja damals gleich gewarnt. Du machst es Alfie viel zu einfach, hat sie gesagt. Und das verträgt kein Mann. Da kommt er nur auf dumme Gedanken. Aber was sollte ich denn machen? Ich war ja ganz verrückt nach ihm. Und Daddy mochte ihn auch. Wissen Sie, was er mit ihm vorhatte? Zum Generaldirektor wollte er ihn machen. Und was tut Alfie? Er schickt mir den Verlobungsring zurück. Er lässt alles schießen. 250 Hähnchenbratereien. Und dann angelt er sich diese dumme Pute. Können Sie das verstehen? Ja, also, irgendwo imponiert er mir. Mir doch auch, Engelmännchen. Deshalb wollte ich ihn mir ja auch unbedingt zurückerobern. Aber da hätten Sie mal Heidi hören sollen. Du ihn, hat sie gesagt. Mach ihn eifersüchtig. Was meinst du, was er für Augen macht, wenn du plötzlich mit einem anderen Mann aufkreuzt? Ach, und dafür haben Sie mich engagiert. Genau. Besorg dir irgendeinen Kerl, hat sie gesagt. Am besten was Flottes. Er muss ja nicht unbedingt intelligent sein. Da sind sie auf mich gekommen. Ja. Kauf ihm was zum Anziehen, damit er nach was aussieht, hat sie gesagt. Gehen wir ein bisschen auf die Matte? Ich meine, legen wir uns da drüben ein bisschen hin? Oh, mal hören sollen, wie neugierig Alfie war. Ich habe ihm natürlich alles von uns erzählt. Von uns? Naja, wie das so ist, dass wir uns eben lieben und wie gut wir uns verstehen. Und wie schön es ist, wenn man mit jemand lebt, mit dem man harmoniert, der einen auf Händen trägt, mit Geschenken überschüttet, mit Blumen. Ja, da war Alfie natürlich sehr begeistert, was? Ganz schmale Augen hat er bekommen. So wie damals, als er glaubte, ich hätte was mit Eddie. Der arme Eddie, er tat mir so leid. Wieso? Na ja, Alfie hat ihm doch 3 Zähne ausgeschlagen. Und nun will er mit Ihnen sprechen. Mit mir? Ja. Er erwartet Sie auf seinem Schiff. Sie können meinen Wagen nehmen. Und wenn er verlangt, dass Sie auf mich verzichten sollen, dann tun Sie es eben. Schweren Herzens natürlich. Na gut, ich werde versuchen, so zu tun, ehe ich mich schlagen lasse. Sie werden schon die richtigen Worte finden. Hoffentlich. Und geben Sie mir gleich Bescheid. Ich bin auf meinem Zimmer. Ach, geben Sie mir mal Ihren Spiegel, bitte. Was grinsen Sie sich denn so an? Ich guck mir nur mal meine Zähne an. Ist vielleicht das letzte Mal, dass wir alle zusammen sind.
Hallo, Frank. Hallo, Alfie. Kommen Sie an Bord. Ziehen Sie Schuhe an. Bitte. Was wollen Sie trinken? Whisky und The Rocks, bitte. Yvonne? Machst du uns mal zwei Whisky on the Rocks, bitte? Sofort, Liebling. Sie wollten mich sprechen? Es geht um Silvia. Das habe ich mir schon gedacht. Frank, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin. Worüber? Dass Silvia so gut bei Ihnen aufgehoben ist. Ja, wie man es nimmt. Ich habe ihr sehr wehgetan. Aber ich konnte einfach nicht anders. Obwohl man mir goldene Berge versprochen hat. Und ich habe Silvia wirklich geliebt. Guten Tag, Herr Engelmann. Guten Tag, Ivan. Auf Silvia? Bitte? Ach so, ja. Auf unsere Silvia. Komisch. Als ich sie wieder sah mit Ihnen, da erwachte in mir ein ganz neues Gefühl. Ich hatte nur den einen Gedanken. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber stellen Sie sich das nicht so einfach vor. Wir lieben uns nämlich. Harmonieren tun wir auch. Ich trage sie auf Händen. Ich überschütte sie andauernd mit allem Möglichen. Was war denn noch? Ach so, ja, und wenn ich sie auf sie verzichte, nur ungern. Ich habe nämlich nur Silvias Glück im Auge. Na, ich doch auch. Na, Gott sei Dank. Dank. Alfie, ich wünsche Ihnen alle schweren Herzens natürlich nur eines. Machen Sie Silvia glücklich. Danke, Frank. Auch im Namen von Yvonne. Yvonne, ich denke, Sie wollen Silvia zurückhaben. Was, ich Silvia? Wie kommen Sie denn darauf? Nein, die können Sie behalten. Ja, aber Sie haben doch ältere Rechte. Na, das ist vorbei. Endgültig. Was denn? Was denn, Sie lassen alles schießen? Millionen von Hähnchen? Aber Frank, ich bin doch kein Mitgiftjäger. Yvonnes Vater hat nur halb so viel Geld. Das ehrt Sie. Also, Frank, machen Sie es gut. Ich will es versuchen. Na. Engelmännchen, Sie sind schon da? Ja. Ja, was ist? Was hat er gesagt? Nun erzählen Sie schon, kommen Sie. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat gesagt... Dass er mich liebt, das hat er gesagt. Ja, ja, natürlich. Ach. Und wie? Ich wusste es doch. Und dann haben Sie schweren Herzens auf mich verzichtet. Ja, ja, mehrmals. Und wie? Aber hoffentlich nicht gleich. Sie haben ihn schon ein bisschen zappeln lassen, oder? Och, und wie? Mein Gott, nun sagen Sie doch nicht dauernd und wie. Und dann haben Sie ihm erklärt, dass Sie mich lieben. Und wie? Wie viel ich ihm erzählt habe, das mit der Harmonie auf Händen tragen, Blumen, Geschenke. Ich habe ihm eigentlich alles erzählt. Und das hat gewirkt? Ja, viel zu gut. Wieso? Naja, er hat gesagt, er möchte nur eins, er möchte sie glücklich sehen. Das hat er aber schön gesagt. Tja, er liebt mich eben. Und Yvonne, ist die weg? Die auch. Weil er sie glücklich sehen will, will er auf sie verzichten. Auf Yvonne? Nein, auf sie. Schweren Herzens natürlich, er war sehr traurig. Aber er liebt mich doch. Eben darum, er meint, sie sind bei mir viel besser aufgehoben. Was? Na, weil wir doch so gut harmonieren. Na, und dann? Und dann? Dann hat er die Anker gelichtet und ist abgedampft nach Korsika. Und Sie, Idiot, haben ihn einfach abfahren lassen? Und wenn er sich nun etwas antut in seinem Zustand? Er ist ja nicht allein. Heißt das, er hat Yvonne mitgenommen? Was sollte er denn tun? Es war sicher mehr ein Verzweiflungsschritt. Sie sind entlassen. Ein schöner Mann für alle Fälle. Ein Mann für alle Reinfälle sind Sie. Sie Rindvieh. Ich will Sie nie wiedersehen. Verstehen Sie mich? Das habe ich doch schon mal gehört. Bonjour, Monsieur Engelmann. Ah, bonjour. Guten Morgen. Madame hat eine fabelhafte Wetter. Wie schön, ja. Meer ist ruhig. Sie wird haben eine gute Reise. Wieso? Kapitän von dem Boot, wir haben ihn gechartert von Madame, ist eine alte Freund von mir. Ganz zuverlässig. Er kennt Mittelmeer wie seine Westentasche. Mittelmeer? Ach so, ja. Sie wollte einen kleinen Ausflug machen. Monsieur will machen einen Spaß, einen kleinen Ausflug nach Korsika. Korsika? Ja, hat sie irgendwas hinterlassen? Ich meine, eine Nachricht? Nein, Monsieur. Ja, und das da?
Das ist keine Nachricht, Monsieur. Das ist die Rechnung. Welche Rechnung? Ihre Rechnung, Monsieur. Madame ist heute früh abgereist und wir haben gedacht, Monsieur will uns auch verlassen. Ja, ich werde erst morgen abreisen. Würden Sie mich bitte mit dieser Nummer in Deutschland verbinden? Aber sicher, Monsieur. Ich werde die Nummer verlangen an der Zentrale und es wird hier für Sie läuten. Merci, Monsieur. Ich war wie vom Donner gerührt. Meine Hähnchenprinzessin war über alle Berge. Oder besser, über alle Wellenberge. Und mich hatte sie sitzen lassen. Mit der ganzen Rechnung im teuersten Hotel der Riviera. Ohne einen einzigen Franc in der Tasche. Mein Scheckbuch lag griffbereit auf meinem Schreibtisch im Büro. Das hatte ich in der Eile des Aufbruchs ganz vergessen. Aber Fräulein Sommer war ja da. Die konnte mir doch etwas überweisen. Die Höhe der Hotelrechnung übertraf meine kühnsten Befürchtungen. Jetzt wusste ich, warum es heißt, wie Gott in Frankreich leben. Ein gewöhnlicher Sterblicher kann sich das gar nicht leisten. Endlich klingelte es. Aber es war nur die Telefonistin, die mir mitteilte, dass sich in meinem Büro niemand meldet. Um diese Zeit? Das ist doch nicht möglich. Der Geschäftsführer sah mich misstrauisch an. Ich hatte das Gefühl, dass er mich und vor allen Dingen meine Brieftasche durchschaute und das Ergebnis brühwarm dem Portier mitteilte. So sieht ein Zechpreller aus. Ich beschloss, etwas frische Luft zu schnappen, ehe man mich an dieselbe setzte. Als ich wieder ins Hotel zurückkam, lief ich Herrn Loiré direkt in die Arme. Engelmann, ich suche Sie schon überall. Geld... Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Unterschreiben. Sonst geht es zurück nach Korsika. Bitte? Das Geld, die 8000 Francs, die Madame überwiesen hat. Meine Hähnchenprinzessin hatte mich ehrlich gemacht. Lass dich nicht stören. Tja, also... Ich holte mein Geld ab, zahlte meine Rechnung in Nizza, gab reichlich Trinkgeld und reiste nach Hause. Willst du nicht erzählen, wie du nach Hause gekommen bist, oder hast du das vergessen? Ja, glaubst du, dass das einen Menschen interessiert? Ich glaube ja. Aber wenn es deine männliche Eitelkeit verletzt, wenn die Leser über dich lachen, dann lass es lieber. Das war genau das, was man psychologische Kriegsführung nennt. Also gut. Auf dem Weg zum Reisebüro kommt man am Casino vorbei. Leider kam ich nicht vorbei. Vergnügt betrat ich den Spielsaal. Das ist nichts. Könnt ihr recht sehen. Das ist alles bezahlt. 15 Nach einer knappen halben Stunde hatte ich nicht nur meine gute Laune, sondern auch alles verloren, was ich besaß. Sogar das Geld für das Flugticket war weg. Ich musste also den Landweg benutzen. Das ist aber sehr vornehm ausgedrückt. Per Anhalter bist du gereist. Mit 5 verschiedenen LKWs. Hübsch muss das gewesen sein. Hast du eine Ahnung, wie bequem man heute in einem Lastwagen sitzt? Es war eine schöne, ruhige Fahrt. Ja, die 4 Tage gedauert hat. Sag mal, musst du nicht weiterarbeiten? Ach so, ja. Eine Sekunde. Als ich von großer Fahrt heimkam, erwartete mich im Büro eine große Überraschung. Fräulein Sommer! Nämlich niemand. Der Post nach zu urteilen, musste Fräulein Sommer schon längere Zeit durch Abwesenheit geglänzt haben. Jetzt stand ich schön da. Nun war ich wieder ein Ein-Mann-Betrieb und musste alles selbst in die Hand nehmen. Als erstes, sag mal, weißt du eigentlich, was ich damals als erstes gemacht habe? Als erstes hast du unseren Hochzeitstermin verschoben. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Na, was sollte ich tun? Ich hatte ja nicht mal das Geld für die Ringe. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich hätte dir doch unter die Arme gegriffen. Eben, deshalb habe ich ja nichts gesagt. Stattdessen hast du mich angeschwindelt. Ich dich? Du hattest mir doch versprochen, keinen Fall mehr selbst zu übernehmen. Aber
Als du mir dann so ganz nebenbei erzählt hast, du wolltest zum Wintersport, da habe ich gleich gewusst, dass was nicht stimmt. Ja, du weißt doch, in welcher Situation ich war. Ich... Na, mir brauchst du das nicht zu erzählen, Liebling, sondern deinen Lesern. Nun mach mal. Nun war ich wieder ein Ein-Mann-Betrieb und musste alles selbst in die Hand nehmen. Deshalb war ich heilfroh, dass ein Herr Stadlinger mich in die Berge beorderte. Ich musste Hals über Kopf abreisen, denn es handelte sich um einen Eilauftrag. Herr Stadlinger erwartete mich in einem Sporthotel, verglich unsere Größe und meinte dann sichtlich zufrieden: Ja, mit der Größe, da können wir ganz gut hin. Ja, da gehen wir gleich rüber zum Anprobieren. In einer Stunde beginnt der erste Durchlauf. Welcher Durchlauf? Weltmeisterschaften. Viererpop. Da müssen Sie mich vertreten. Wobei? Sagen Sie, kennen Sie mich denn nicht? Ja. Stadlinger Sepp. Bremser von Deutschland 2. Nie gehört. Was denn? Ich soll Bob fahren? Nee. Da war ich nicht mit. Ja. Das brauchen Sie doch gar nicht. Fahren tue ich selber. So, jetzt passen Sie mal auf. Zwischen dem ersten und zweiten Durchlauf ist eine Pause. 2 Stunden lang. Da müssen Sie ein bisschen rumstehen. Damit ich da bin, wenn ich weg bin. Damit ich da bin? Nee, verstehe nicht. Naja, also passen Sie auf. Also, damit unser Trainer beruhigt ist. Gell? Und die Ritare, die gibt's im Voraus. Die was? Marie. Marie? Gage! Ach, das Geld. Ja. Naja. Ja, aber wozu das Ganze? Ja. Mein, unser Trainer ist ein bisschen eifersüchtig, gell, auf sei Anni. Sehr alte. Deine Frau? Ja. Und wie gesagt, gell, in der Pause ist der Trainer dann auf der Bahn, also er ist nicht bei der Mannschaft und da sind dann sie und derweil der weg ist, kann ich mit der Anni, seiner Frau, ein bisschen mich unterhalten und mein Gott, nein, der Xaverl ist ja so ein riesiger Depp. Er weiß überhaupt nicht, was er an seiner Anni hat. Okay. Doch, eine Frau, die ihn mit seinem Bremser betrügt. Was? Ja. Was? Ja, ja. Also gut, dann gehen wir es mit. Na, zeig mal so, dann passt das schon, gell? Ja, schon recht, ja. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, folgen nacheinander 3 Mannschaften, die bei der Vergabe des Weltmeistertitels in diesem Jahr ein gewichtiges Wort mitsprechen werden. Zunächst Schweiz 1. Zum Verwechseln. So, ja, also wenn ich Sie recht verstanden habe. Nicht laut reden! Mann, Sie sind heiser! Ja. Verstehen Sie? Ich habe auch schon den ganzen Vormittag heiser gesprochen, damit man den Unterschied nicht merkt. Ja. Mann, nicht husten. Mann, Sie sind heiser, aber kerngesund. Sonst nimmt Sie den Sportarzt aus dem Rennen. Ja, das wird ja gar nicht dagegen, wenn der Sportarzt so aus dem Rennen. Sepp, bist endlich fertig. Halt, nimm den! Psst. Ich geb ihm gleich! Xaverl! Moment, hier! Schau. Dankeschön. Ja. Beinahe ist es vergessen. Ja. Also, in 10 Minuten. Da geht der nächste Bus, den müssen Sie nehmen. Seien Sie pünktlich. Ja. Die Anni, die wartet am Start. Ein orangefarbener Käfer. Die Anni? Ja. Ah, der Auto. Ja, Moment. Was ist denn? Die Mütze. Ah, die Mütze. Ja, was sagen Sie? Sie haben es doch. Nein. Was ist denn der Helm? Hm. Ach, Gott, sag. Sind das Burm. Kommt in die Zielkurve. Pardon, entschuldigen Sie. Ja. Na, Sie scheinen sich ja nicht sehr fürs Bobrennen zu interessieren. Nein, ich suche meine Frau. Sie ist nämlich mit dem Toni unterwegs, mit ihrem Skilehrer. Das könnte leicht was passieren. Ja, aber wenn sie mit ihrem Skilehrer unterwegs ist? Na eben, der Toni ist nämlich hier oben, der Pisten-Casanova. Ah, und da befürchten Sie, dass er ihrer Frau zu viel beibringt, was? Na ja, wissen Sie, hier oben ist ziemlich viel los. Diese Beziehung. Hm. Wem sagen Sie das? Ah, der Autobus.
und nun am Start Rumänien 1 mit Niculescu, Andreanu, Castellano und Filippo Pescu. Bob kann starten. Manira Bache. Die Uhr läuft für Rumänien 1. Wir sind gespannt auf die Startzeit. So, komm, wo sieht der mit ein? Los, ich streite daher mit dem heutigen Herz, Frau Treiber. Ausgezeichnete Depp. Startzeit nur 300. Depp, was ist denn mit dir, ha? Der Firma? Schaut ja nicht aus wie ein ausgezuzelter Eunuch, der Sepp. Ist nicht wahr, Anni? Geh, drück dich doch nicht so gewöhnlich aus. Ist ja furchtbar, wie du daherredst. Was weiß. Ich weiß, schick doch deine alte Horn. Wir sind dran, wir müssen auf. Du bist ja gepflegt, da können jetzt Ihnen schon ausdrücken, Herr Obergurgel. Ja, heute Pappen, schau, dass du weiterkommst. Und du, Anni, schleichte. Papa, Mausi. Ja. Also, auf geht's. Den Weg zeigt. Und durch die Zielzelle ist 433 neue Bestzeit. Karoff-Katzegonde, Francois, das ist vorläufig Rang 1 für die Mannschaft Rumänien 1. Jetzt bereitet sich Deutschland 2 auf den Start vor. Der Bob fährt in der Besetzung Obergurgel, Bierlinger, Stampel und Stasinger. Startfrei für Deutschland 2. Eins, zwei, drei. Achtung, der Bob ist auf der Strecke unterwegs. Na, das gibt's nicht. 38, aber das darf ja nicht nur sein, dieser Startiger, dieser verrückte Superbett. Als ich sah, wie die durch die Kurven rasten, war ich heilfroh, dass ich da nicht drin sitzen musste. Hallo, sind Sie Herr Engelmann? Ja. Ich bin Anni Pixel. Bitte kommen Sie mit. Ja, aber wohin Sie wollen? Entzückend. Es ist sehr liebenswürdig, dass Sie uns helfen wollen. Ja, das bestimmt nicht zu einem der vorderen Plätze. Bob durchfährt den Kreisel. In der Wegkurve jetzt. Ein paar Zielkurve. Hey, mir schon zwirn, wie ist denn das gegangen? Das war ja auch ein Start, das war ein Sauerkraut. Da kann der Kuli was. Die kennen muss aber eben diese maroten Brüder, diese Hähnchen. Ziehen Sie die Hose aus. Bitte? Jetzt gleich? Erstmal den Mantel. Mit dem Start von Kanada 1. Kanada 1, you decide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bob Kanada 1 auf der Strecke. Startzeit 6,32, 6,32, Sprint Time. Oh, Anni, ich täte am liebsten gleich. Jetzt auf der Stelle. Ah, ich dich auch. Aber auf der Stube, da haben wir es bei Hammer. Ja. Es war roten, Brüder, es war roten. Ihr seid ja geschlichen. Was heißt geschlichen? Ihr seid ja mehr gestanden als gefahren. Und du, Stadlinger, haben sie deine Haxen zusammenbunden, dass du nicht mehr rennen kannst? Wisst ihr überhaupt, dass ihr eine ganze halbe Sekunde hinter die maroten Marokkaner liegt? 15. 50 Hundertstel, versteht's? Das sind 500.000 Sekunden! Ihr maroten Arschgesichter, ihr Faschisten ran! 2.000 oder 3.000, die lassen wir gefallen, aber 500 ist ja kriminell! Achtung, pass auf, Stadling. Wenn du beim nächsten Durchgang deine verschissenen Sulzhaxen nicht in die Hände nimmst, da fliegt der kleine Oberhackl ins Kreuz und unten wird er schon wieder mit dem Prägel in der Hand. Das kommt aber her, Bub. Pass auf. Österreich und Amerikaner sind im Trafel. Das heißt, wir haben eine Chance. Außerdem sind wir gleich wieder dran. Als die Übernächsten. So. Als Übernächste? Springt! Hoffentlich kommt der Stadlinger rechtzeitig. Blendende Gesamtzeit für Kanada. Im deutschen Lager betretene Gesichter. Es sieht. Der Starttermin kam immer näher. Der Bob kam. Nur der Stadlinger nicht.
drüben, auf den Tribünen, sind die Zuschauer aufgesprungen. Man blickt hinüber zum Start, wo sich die Mannschaft von Deutschland 2 gerade fertig macht. Das hätten sich unsere Jungs auch nicht träumen lassen, dass sie so schnell wieder antreten müssen. Wird Stadlinger der Schlussmann in Form sein und sich diesmal mächtig ins Zeug legen? Werden die 4 stämmigen Burschen auf dem Werdenfelser Land ihre Chance nutzen? Wir können es nur hoffen. Der Trainer drohte mich zur Schnecke zu machen, falls ich wie eine solche laufen würde. Schließlich schob ich für Deutschland. Verstehst? Dabei hatte ich viel mehr Angst als Vaterlandsliebe. Du rätst jetzt um dein Leben, verstehst du? Und das musste ich dann wohl oder übel. Hinten saß mir der Stiefel des Trainers im Nacken, rechts und links das Publikum. Mir blieb nur die Flucht nach vorn. Stadlinger scheint etwas nervös. Und nun am Start Festvögel des ersten Durchgangs. Die Mannschaft Deutschland 2. Und so geriet ich auf die abschüssige Bahn. Konzentriere. Start frei. Bob kann starten. 1, 2, 3. Die Angst vor dem Trainer beflügelte meine Schritte. Ich brachte den Bob mehr in Schwung, als mir hinterher lieb war. Und der Schlitten wurde schneller und immer schneller. Ausgezeichnet und damit Bestzeit der Meister. Es war die reinste Höllenfahrt. Ich hatte direkt Sehnsucht nach dem gemütlichen Flug mit Frau Roschke. Die Bahn raste an mir vorbei. Ich hätte so gern die Notbremse gezogen, aber ich fand die Bremse nicht, so sehr ich auch danach suchte. Während ich noch überlegte, wie ich zum Ziel komme, war ich schon da. Der Stadlinger auch. Leider 55 Sekunden zu spät. Das interessierte mich überhaupt nicht. Für mich war nur wichtig, dass ich mit heilen Gliedern davongekommen war und Herr Stadlinger im Voraus bezahlt hatte. Hallo, Engelmann? Wer will mich sprechen? Frau Volta! Ja, aber gern. Hallo, Christa! Nur das ist aber eine Riesenüberraschung. Was ich hier mache? Du, ich bin beim Skilaufen. Komm gerade von der Piste, aber eine rasante Abfahrt hinter mir. Ja, der Skilehrer war ganz begeistert. Was, du willst hierher kommen? Du, das lohnt sich doch gar nicht. Ich bin doch morgen schon zurück. Ach, du bist schon in Salzburg. Ja, Papa, natürlich freue ich mich. Sehr sogar. Ja, so gut. Dann. Bis dann. Was sollte ich bloß machen? Ich hatte keine Ahnung vom Skilaufen, aber das konnte ich doch jetzt nicht mehr zugeben. In diesem Augenblick schwor ich mir, nie mehr zu schwindeln. Nur noch dieses eine Mal. Hallo! Oh, hallo! Na, wie geht's? Gut, nachher kommt er runter. Wer, der Toni? Nein! Der Gips! Ach so, der Gips. Ja, ich gehe jetzt zum Arzt. Ach, darum sitzen Sie auf der Terrasse. Damit kann man nicht Ski laufen. Nee. Damit kann man nicht Ski laufen. Ich komme mit zum Arzt. Mein armer Liebling, wann ist denn das passiert? Na ja, gleich nach unserem Telefonat, nicht? Ich bin noch mal rauf auf den Gipfel, kennst mir ja, kann ja nicht genug kriegen. Und dann bei der Schussfahrt. Ach, du tust mir ja so leid. Ach, ist ja kein Beinbruch. Natürlich ist das ein Beinbruch. Aber sowas heilt ja heute schnell. Lass doch mal sehen. Was ist denn das? Was ist das? Ja, das war die Schwester, weißt du? Die wollte mich trösten, die Gute.
Interessant. Ja, ja, ist eine interessante Frau, aber alt, steinalt. Ja, tut mir leid, du musst alleine Ski laufen. Ich kann ja nicht. Schade. Und ich hatte mich so gefreut, mit dir zu laufen. Ja. Na ja, mach dir keine Sorgen, dann fahre ich mit Toni. Mit Toni? Das ist der Skilehrer. Ein sehr interessanter Mann und gar nicht alt. Oh, schon dich, mein Liebling. Zum Café bin ich zurück. Christa? Ja? Pass auf dich. Es kann ja gar nichts passieren. Der Toni ist bei mir. In diesem Augenblick entdeckte ich in mir ein ganz neues Gefühl. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich eifersüchtig. Jetzt konnte ich meinen Balkonnachbarn erst richtig verstehen. Das war sehr gut. Ja? Ja, nur die Hüfte. Bisschen mehr Hüftknick. Oberkörper nach links und nach rechts. Nach links und nach rechts. Und die Hüfte. Kann man uns vom Hotel aus sehen? Entschuldigung. Ja oder nein? Natürlich. Dann zeigen Sie es mir noch mal. Was? Ob das mit dem Hüftknick. Naja, Hüfte rechts. Ja. Und links, im Oberkörper. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Nur schön stehen bleiben, nur schön stehen bleiben. Oberkörper. So, packen wir's wieder. Das war spitzig fahren. Ja? Dafür gibt's jetzt ein Bussel. Toni, was soll denn das? Da kann uns doch vom Hotel aus kein Mensch mehr sehen. Ja, eben. Ist kein Grund, mich in den Arm zu nehmen. Aus Ihnen soll einer schlau werden. Toni, strengen Sie sich nicht an. Sie sollen mir das Skifahren beibringen. Küssen kann ich schon. Liebling, du liegst ja immer noch im Bett. Nun steh doch endlich auf. Ich hab doch längst gemerkt, dass das nicht dein Gips ist. Der schon. Das ist ja das andere Bein. Der ist ja echt. Wie hast du denn das fertig gekriegt? Ich bin über meine Ausrede gestolpert. Das war das Ende meiner persönlichen Karriere als Mann für alle Fälle. Und der Beginn eines Riesenunternehmens. Na und? Was? Das Wichtigste hast du natürlich vergessen. Wieso? Das Happy End. Du bist doch damals ganz schnell mit mir zum Standesamt gegangen. Schnell ist gut. Siehst du, diesmal halte ich Wort. Kunststück, du kannst mir ja nicht weglaufen. Ganz gut. Ja, ich